Häschen kommt in die Bäckerei und fragt den Bäcker: Hatte 1000 Brötchen. Der Bäcker ist total überrascht, dass jemand 1000 Brötchen verlangt, und antwortet Häschen: Nein, tut mir leid, so viele Brötchen haben wir nicht. Traurig geht das Häschen wieder nach Hause, aber nächsten Tag kommt das Häschen wieder und fragt den Bäcker: Hatte 1000 Brötchen. Der Bäcker antwortet darauf: Nein, leider nicht, ich habe nicht gerechnet, dass du heute nochmal kommst. Schon wieder verlässt Häschen traurig die Bäckerei. Aber diesmal ruft der Bäcker all seine Kollegen an und bittet sie doch, zusammen 1000 Brötchen für Häschen zu machen, dass, wenn Häschen am nächsten Tag wiederkommen sollte, er 1000 Brötchen hat. Am nächsten Tag kommt Häschen wieder und fragt den Bäcker: Hatte 1000 Brötchen? Voller Stolz antwortet der Bäcker: Ja, heute habe ich 1000 Brötchen für dich. Daraufhin fragt das Häschen den Bäcker: Kannst du mir eins davon abgeben? Hallo, ich bin Jens der Christ. Und ich glaube, dass wir uns manchmal genauso wie das Häschen in diesem Witz verhalten. Dass wir ganz, ganz viele Dinge immer haben wollen, aber vergessen, dass wir eigentlich nur eine Sache brauchen. Und diese eine Sache ist die Liebe Gottes. Der Witz endet mit der Frage: Kannst du mir eins davon abgeben? Und ich weiß nicht, wie der Bäcker dann darauf reagiert. Hat der Bäcker den Häschen ein Brötchen gegeben? Oder ist der Bäcker total sauer auf Häschen, weil er so viel Brötchen für Häschen gemacht hat? Aber ich weiß eins: Gott möchte dir seine Liebe schenken. Und diese Liebe musst du eigentlich nur annehmen.